Große Herolde der Gefährten. Diese geschichtlichen Aufzeichnungen werden niedergeschrieben von Squig, dem Weltsichtigen, vom Kreis der Jorvask in der zweiten Ära. Obwohl ich nicht der Gabe großer Worte gesegnet bin, habe ich die Geschichten der Gefährten von mir gelernt und es mir zur Aufgabe gemacht, sie festzuhalten, damit sie nicht mit mir verloren gehen. Es folgt die Liste namhafter Herolde der Gefährten, die uns durch die Dunkelheit zu den Freunden von Sovngarde führen. Anmerkungen zum Herold. Seit Ysgramor hatten die Gefährten keinen wahren Anführer mehr. Keiner war mächtig genug, um die großen Herzen zu gewinnen, die in Jorgsvagst schlagen. Während andere wie Magier und Diebe den Segen ihrer Hierarchie benötigen, um zu wissen, wie sie sich kleiden sollen, sind die Gefährten in der Lage, unseren Ruhm ohne fremde Hilfe zu erringen. Der Herold gibt Rat, löst Streitigkeiten und hilft beim Klären von Fragen der Ehre. In den tausenden von Jahren, seit denen sich die Gefährten in Jorvask versammeln, hat es schreckliche Herolde gegeben und grandiose. Die einen waren für ihre Stärke, die anderen für ihr Herz und wieder andere für ihren Verstand bekannt. Hier werden einige der ruhmreichsten Herolde aufgeführt, die zahlreicher Lieder und Taten inspiriert haben. Ysgramor, der erste Herold, der erste Mensch, der Bringer der Worte und der die Gefährten als erster zur Ehre verpflichtete in jenem fernen, vergangenen Land. Von ihm haben bereits bessere geschrieben und so werde ich nicht versuchen, es ihnen gleich zu tun. Jeg vom Fluss, Kapitän der Jorvask während der Rückkehr, Entdecker der Himmelsschmiede, Begründer von Weißlauf und Bewahrer des ursprünglichen Eides der Gefährten, der nun an die Zeit verloren ist. Während andere Mannschaften Ruhm in der Eroberung suchten, war seine die erste, die sich niederließ und jene beschützte, die weniger begabt im Kampf waren und ihnen in das neue Land folgten. Myrövül, der Verschlossene, mehrere hundert Jahre nach dem Tod Ysgramors waren die Gefährten, wie wir sie jetzt kennen, Soldaten, die für Gold kämpften. Kaum mehr als gewöhnliche Söldner. Unsere Dienste konnten zum Führen von Kriegen erkauft werden. Doch das Bekenntnis zur persönlichen Ehre bedeutete, dass häufig Schildbrüder gezwungen waren, aneinander auf dem Schlachtfeld gegenüberzustehen. Die Bande der Ehre, die die Gefährten binden, drohten zu reißen, bis Myrövül in seiner Weisheit verfügte, dass wir nicht länger Partei in Kriegen oder politischen Konflikten jeglicher Art ergreifen würden. Seine stete Hand ist der Grund, dass die Gefährten nicht nur für ihre ruhmreichen Taten auf dem Schlachtfeld, sondern auch als unparteiische Schiedsrichter von Ehre bekannt sind. Chirok, der Hochfliegende. Der erste Herold, der nicht vom alten altmoranischen Blut war. Dies war um die Zeit, als die Nord begannen, sich selbst als solche zu sehen, und es gab große Streitigkeiten um Reinheit und das Vermächtnis von Ysgramor. Chirok kam zunächst als Diener nach Jorvask, doch der Rotwardone zeigte schon bald, was in ihm steckte, als er von einem der weniger ehrenhaften Krieger der Zeit respektlos behandelt wurde. Nachdem er das Leben des Herolds Tulvar, des Unerwägten, gerettet hatte, wurde ihm der Status eines Gefährten ehrenhalber verliehen und er wurde als der fähigste Schildbruder der Halle bekannt, dessen Geschwindigkeit und List, die jedes Gefährten von altmoranischem Blut übertraf. Seine Zeit als Herold war kurz, doch es heißt, dass sein Wissen über den Schwertkampf weiterhin durch die Ausbildung an jeden neuen Gefährten weitergegeben wird. Henantir der Fremde, der erste Elfenherold, wie Chirok vor ihm wurde er zunächst verspottet, als er in Jorvask ankam.
Denn dies war die Zeit gegen Ende der ersten Ära, als Elfen noch nicht als vollwertige Gefährten zugelassen waren und nur wenige überhaupt die Halle betreten durften. Henantir erledigte in den Stunden des Tageslichts demütig alle Aufgaben, die ihm aufgetragen wurden. Nachts trainierte er mit großer Leidenschaft im Außenhof. Er gestattete sich nur wenige Minuten Schlaf, bevor er am nächsten Tag wieder seinen Aufgaben als Diener nachkam. So plagte er sich durch mehrere Herolde, niemals ruhend, niemals klagend, und hielt seinen Verstand und seinen Körper stets im besten Zustand. Dank seines langen Lebens erwarb er sich das Vertrauen der Gefährten als der sie die Wege der Ehre lehrte. Als einer dieser Schüler zum alten Mann gegreift und selbst zum Herold geworden war, stand Henantir an seinem Sterbebett. Als alle Gefährten versammelt waren, ermahnte er Henantir zu seinem Nachfolger mit den Worten: Selbst ein Elf kann manchmal mit dem Herzen eines Nords geboren werden. So manch ein Gefährte legte an jenem Tag seine Waffen nieder, doch die, die blieben, kannten die Wahrheit der Ehre, und es ist ihr Vermächtnis, dass wir weitergetragen werden. Marquet von der durchdringenden Augen. Diese Heroldin war bekannt für ihre große Schönheit, doch wer sie deshalb unterschätzte, beging diesen Fehler nur einmal. Einmal soll sie die Hälfte einer gegnerischen Armee niedergestarrt und dann den Rest im Alleingang niedergemetzelt haben. Ihr Verschwinden in ihrem 8. Jahr als Herold wurde niemals erklärt, obwohl sich viele verleugnerische Lügen um ihr Verschwinden ranken. Kymiel Langnase. Nach den dunklen Zeiten in der zweiten Hälfte der zweiten Ära, als eine Reihe falscher und ehrenloser Herolde Anspruch auf Jorah-Vask erhoben, war es Kynyl Langnase, der die wahren Herzen der Gefährten in der Wildnis um sich sammelte und Jorvask stürmte. Er tötete die Usurpatoren und stellte die Ehre nach alter Sitte durch Blut wieder her. Er begann die Tradition eines Kreises aus vertrauenswürdigen Beratern, der nach dem Rat der Kapitäne unseres großen Fürsten Yxramor als Zirkel bezeichnete, wurde und den jüngeren neuen Gefährten als Beispiel dienen sollte. Indem er dafür sorgte, dass die Auffassung von Ehre durch eine ungebrochene Tradition geschützt wurde, brachte er den Kurs der Gefährten wieder auf festen Kurs und sorgte dafür, dass unser Schicksal nun wie das Yxramors direkt nach Sovngarde führt.